So, hallo und herzlich willkommen. Diesmal pünktlich zurück zur Woche 3. Der Beon ist heute beschäftigt, weil deren Demon-Runde läuft. Cory, es ist die falsche Demon-Runde. Wir müssen unsere weiterspielen. Genau. Aber mit dabei, man hört es schon, unser Geburtstagskind, also unser Geburtstagscoach Justikon, alles Gute zum 18. Wupp, wupp. Mit dabei unser großer Künstler Bob Ross, was sage ich da? Chosen. Rosen Ross, wenn ich bitten darf. Ja, die Haare Der hat er bald rostige dafür. Chosen. Ja. Ja, nee, der Afro wird niemals. Ja, ihr seht hier Corys, das Revenge von das Revenge-Match Cory gegen Johnny, der jetzt meinen Padawan auseinanderdraften möchte. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Ja, willkommen zurück in Woche 3. Wir starten auch direkt. Wir müssen sagen, wir haben tatsächlich kein Unent. Wir hatten auch ein Match dabei, was fast ein knappes Unentschieden geworden wäre. Allerdings dann im letzten Zug entschieden wurde, vorletzten. Wir haben bis zum Timeout gespielt. So viel mal noch dazu. Aber wir fangen jetzt gleich an. Teamanalyse, go! Jeder darf wie immer seinen Senf dazu geben. Wow. Wow, wie er verzweifelt. Interessantes Team von Corey einfach mal. Also insbesondere finde ich den Panda sehr lustig. Ich finde das Elektroball sehr cool. Ja, ich finde auch sein Geist-Pokémon, was er dabei hat, sehr cool. Sein Gulurk oder wie es gesprochen wird. Das kann auch Achso, jede das Ding, Menge. ja. Das kann echt jede Menge. Also unterschätzt. Also hier Geistboden hat ein cooles Moveset, kann richtig assi sein. Gut, wir sehen sein Demeteros T wieder mal dabei und sein Keldeo, die Standardaufstellung mit Hierachi, der Dreierkern, die er dann immer wechselt anscheinend. Cory wechselt seinen Dreierkern nie, aber dafür den Rest der Pokémon wie seine Unterhosen. ich bin Also wirklich. auch nie. Ja, nein, die hat er bis jetzt, glaube ich, alle noch nicht dabei gehabt. Ich glaube doch Coalelo. Nee, Coalelo auch nicht. Ja, wir sehen Mega Bibor auf der anderen Seite bei Johnny. Also, wir sehen Elektroball versus Mega Bibor, also einen Speed Battle. Wir sehen einen Tauros. Ich weiß, dass es mit. Mein Taurus! Tauros! Wir sehen, es wird auf Sheer Force gespielt, das weiß ich auch. Ich bin gespannt, wie es sich schlägt. Dann hat man zu Tauros noch das gute Toxapex gedraftet. Mal gucken, ob es diesmal einfach mal Cory wegstallt, so wie wir das mal gemacht haben. Ja, einen Magneton. Da kamen ja zwei Drafts von Johnny rein. Er hat sich einen Magneton mit reingeholt. Das Jugon gegen das Felinara. Nee, nicht Nee, für den. Moment. Cleoparda. Genau. Felinara ist übrigens bei mir momentan auf der Redlist. Ich möchte das einfach ins Ubers schieben und sagen, ja, hier, geh weg damit. Dazu später mehr. Aber das möchten viele. Ja, dann sieht man noch hier das Ding mit der Schere, wie heißt es denn? Okay. Skogro, genau, Skogro und Brutalanda diesmal speziell offensiv. Ja, sehr interessant. Joa, Brutalanda geht halt immer. Schauen wir mal rein. Und da kommt auch schon direkt das Elektro. Und das macht auch nicht gerade wenig Schaden an dem Magneton. Das ist böse. Ja. Aber Aber die auch. Flash Cannon haut rein. Und dann Und noch. da ist das. Oh. Es ist gescarft, glaube ich. Ja, anders kann man es nicht vorstellen, dass ein Demeteros T von einem Magneton einfach mal Two Hits abbekommt. Punkt. Das Ja, ist. Gliscor leider falsch predicted. Ich gehe davon aus, er ist von der Kampfattacke ausgegangen. Da wäre wahrscheinlich Toxapex die bessere Wahl gewesen. Ja, jetzt kommt auch Yari raus mit dem. Und, aua, das tat weh. Ja, und jetzt auch direkt der Hex abgekriegt. Ja, Aber. aber reicht immer noch, dass sie Yari rausnimmt. Ja, da kommt wieder nur ein Volt-Switch, nur mal Ja, um kurz Hallo zu sagen und direkt wieder rauszugehen auf die sichere aber Wahl. das ist schon böse. Also diese 3%, dass das Ding überlebt hat, war echt knapp.
Wir sprechen gleich nochmal über 1% und 3% und so. Ja. Das war auch krass, hatte ich nicht gerechnet, dass sein Surfer so hart reinhaut, aber das ist wahrscheinlich das offensive Keldeo, was er heute spielt. Kamatosis, Johnny macht erstmal einen Haze. Ich weiß nicht, warum er Haze gespielt hat, tatsächlich. Frage, weiß ich auch nicht. Und da kommt Revenge. Scald natürlich nicht. Es ist auch nicht so eine Crit-Battle wie jetzt bei Chosen letzte Woche. Hey, lass mich. Earthquake. Und man sieht, es geht leider auch langsam down. Einzige Wahl raus, Tauros. Jetzt, wer ist schneller? Qualelu ist halt böse. Und ja, da kommt der Body Slam. Hätte ich jetzt eher, also hätte ich ja gesagt, ich hätte gewusst, hätte ich eher gedacht, so von wegen, okay, ich würde eher mit Tauros dann sagen, gut, ne, Sheer Force Ding und dann halt 50-50, aber ich mag halt 50-50. Ja, ich wäre wahrscheinlich mit Flame. Ich wäre, glaube ich, nicht auf dem Body Slam. Ich wäre, glaube ich, mit Thunder Charge oder je nachdem, was er drauf spielt oder sowas durchgegangen. Scheiß auf den Recoil, aber endlich rausgenommen, sicherer Kill für Brutalanda. Nur sein Elektroball ist natürlich ein Monster. Gut, das Tauros hält ein bisschen mehr aus, halt aber... Auch, man sieht es, er spielt mit einem Life Orb, ne? Ja, und ist schneller. Also, ja, da muss man sich echt nichts vormachen. Da gewinnt Cory dieses Match schon. Also bis jetzt hat er mit Elektroball auch immer eingewechselt, wenn sich gerade einfach nur die Chance dazu ergeben hat. Also er hat... Ja. Wird nicht, wird sogar nicht vergiftet. Vergiftet, das war. So, jetzt kommt ein Send-Move, mal gucken. Und zwar, ja, Drachen-Set-Attacke. Also ich glaube, da hätte auch das normale. Hidden Power Ice, er ist schneller. Also man sieht, das Elektroball hat einen guten Move-Pool dagegen und ist halt, er nutzt halt den Speed und den Volt-Switch total aus und dass das B-Boar nicht so schnell ist wie er. Ja, und jetzt kommt Toxapex, aber auch als Toxapex kannst du wenig gegen das Elektroball jetzt machen, weil... Hat halt, weicht das jetzt noch gerade wegen den... Ja, die Sache ist halt, er hätte jetzt das Gold spielen können, wäre trotzdem danach dran gewesen. Das Match ist gelaufen, Chosen gewinnt, aber... 1-0, Entschuldigung, Cory gewinnt, aber 1-0. Chosen, du hast auch gewonnen. Chosen, ja, du bist der Gewinner der Herzen. Ja. Das ist ja richtig. Johnny gegen Cory, knappes Match. Johnny auch komplett neu dabei und hat Cory auf 1-0 runtergespielt. Hut ab dafür. Schauen wir mal ins nächste Battle, was hier ist. Kite gegen Chosen. Ich schlag mich mal auf die Seite von Kite. Chosen schlägt sich auf die Seite Woche. Von... Das ist diese Woche, du. Was? Ja. Dann habe ich jetzt irgendein Match vergessen. Das war diese Woche, das war nämlich von gestern. Hallo, ihr habt mein Team gesehen, das war nämlich nicht ich. Ja, ich guck mal ganz schnell. Ich konnte nicht spielen wegen Nuvok doch. Ja, ich... Weil ich hätte doch gegen Nuvok rangemüsst, oder? Moment, Spielplan. Wir gucken. Kann ja passieren. Siehst du? Ja, Justi gegen Epilog. Justi, hast du noch irgendwo das Match von euch? Sag mir mal, wann er gespielt hat. Da ist es. Das ist der Gute, glaube ich. Ja, aber ich kann doch nicht in einer... Das war letzte Woche. Ich kann doch nicht in einer Woche das freie Match wie in das Match haben. Kann auch nicht das entsprechende Match sein. Der ist Kite gegen Risen. Habt ihr es nicht gepostet? Gerade gucken, da ist der Sedaka, da ist Johnny, da ist ja Kite. Justi, hattet ihr? Nee, du hattest doch das Freilos. Ja, richtig. Wer hatte... Kann also gar nicht sein. Nee, ups, verguckt. Kite gegen Epilog. Tatsächlich. Das habe ich schon ein bisschen gespoilert. Kite gegen Epilog. Ja, passiert. Ja, das hat keiner gesehen. Ist das Wetter, wir sind alle kaputt. Ist okay. So, jetzt kommt hier aber... Kann mal passieren. Ey, Kite, verarsch mich nicht. Chosen.
Da war ein Little Cup Match zwischen, das war unser Match. Moment. Wir kommen zu abendlichen Wahnsinn. Kite gegen Epilog, ne? Das ist doch Risen. Ja. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ja, wir machen weiter mit Kite gegen Epilog. Music of the Star weg. So, jetzt. Was sehen wir hier denn? Wir sehen wie immer eine nervige Teamzusammenstellung. Wir sehen. Ja, wieder die drei OU von Kite. Und, Amundel, und die vier, die Risen immer mitnimmt. Also, ich weiß schon, was ich gegen. Ja. Epilog fahren wert. Wir sehen, ja gut, Kite auch. Also fangen wir mal bei Risen an. Wir sehen wieder Seigard und Knackrack. Ja. Wir sehen Ferrofawn und Celesteela. Also zwei Eisschwächen, zwei Feuerschwächen, drei Feuerschwächen mit Tangolos. Und ja. Last but not least ein Alola Slymog, der halt echt bikey und hart ist. Also ja. Tank und nochmal mehr Tank. Was war nochmal Alola Slymog? Ist Unlichtgift, ne? Ja. Ja, okay. Also ich sag mal zu diesen vier Tanks-Sachen mittlerweile nichts mehr. Ja. da hat man noch was anderes. Also dann. Es ist schon generell eine sehr tanky Season, muss man sagen. Ja, und ja. Ich möchte auch sagen, dass wir wieder mal hart aufs Maul gehen sollte. Ich unterstütze Chosens Sache hart aufs Maul. Wir sehen Mega Glurak Y. Presse. Wir sehen Mega Glurak. Ich spiel doch auch hart aufs Maul, nur mit Stil. Ja, ja, du kriegst halt die meisten, aber. Ja, du bist halt der Elegante. Ich bin mehr so der Dilettante. Ja. Ja, dafür gleich mehr. Mega Glurak Y. Bei Kite, wir sehen Mammutl bei Kite, also total. Es ist super tanky, es hält auch. Es hat zwar viele Schwächen, hält aber auch gut aus, ist ja. Echt stark. Tapu Fini als kleine Tankabrundung wahrscheinlich, um nochmal ein bisschen Tempo reinzubringen, sein, wie heißt das? Uhafnir? Ja. Uhafnir, Capoeira und Cavalanza. Cavalanzas. Jetzt ist halt meine Frage so, hat Kite Cavalanzas als Tank mit dabei oder was läuft da? Wir gucken ich mal. Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, Kite spielt mit einem Tank und relativ viel Offensiven. Aber wir schauen mal rein. Und wir sehen ja, auch. Hat aber auch schon predicted. Ja, direkt raus. Aber der Eislash geht daneben, das war's. Es ist, glaube ich, einfach ja. Generell intelligent, damit was mit einem Eis-Pokémon zu starten. Ja, jetzt kommt es nämlich das Automice. Automice genau. Auf Celesteela, jetzt kommt sein Draught und jetzt kommt der Supersonic Airstrike. Er überlebt vielleicht es und der Flame Blast fehlt. Also, das war echt Pech für Kite. Und ich könnte jetzt auch schon fast sagen, Kite ist jetzt mit seinem Glurak weit abgeschlagen, weil ich glaube, wenn da jetzt ein Rocker irgendwie drin ist, kriegt das nicht raus. Und da kommt der Flamethrower, reicht aus. Das Ding ist gibt. Dann noch mit einem Boost. Sehr schön. Ja, da kommt. Aber, ne? Der Flamethrower ist definitiv besser. Und Waffnir raus. Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Uhafnir ist schneller. Scheiße, schnell. Es ist schnell. Es ist nicht so schnell. Ich weiß es jetzt. Aber es ist das schnellste. Es gehört zu den schnellsten Drachen-Pokémon. Und ein Knackrack ist definitiv langsamer, außer wenn das gesasht ist. Aber auch ein, ich sag mal, es ist nicht. Der Speed von einem Garchomp ist nicht zu verachten. Also, den hat schon ordentlich Speed bei ja, 300. Problem, was Kite momentan hat, er hat ein Feuer-Pokémon dabei, ich weiß nicht, ob Uhafnir eine Feuerattacke drauf hat, er hat jetzt aber noch. Das hat er sogar benutzt, Flamethrower. Ach stimmt, ja. Damit hat er das Celesteela rausgenommen. Aber, ne, jetzt hätte er halt die Chance gehabt, ich weiß nicht, warum er nicht drin geblieben ist, aber Megahorn regelt schon mal ein bisschen. Und da kommen Stacheln, was sein Glurak jetzt nicht viel ausmacht. Ja. Zordain, schön predicted. Auch schön. Böse, aber da kommt der Flameblast. Ja. Der diesmal trifft. Wir kennen das ja. Wir hatten echt ein paar Krimis hier die Woche, glaube ich. Ja. Karl meint, okay, Kite will. Also er hat schon gesehen, er wird rausgehen. Karl meint und nochmal Karl meint ist böse. Also. Aber die Power Whip ist natürlich voll in die Fresse ja. Rein. Dagegen. Der Montura ist böse. Man. Wieder vorstellen. Und da war das, da war es das mit den zwei Korn meins. Genau. Ja, also Ferrofawn. Das, halt das muss man immer noch denken, aber. Wir werden in einem späteren Match.
Wir werden ein Fun-Match sehen, wie richtiges Set abgeht. Aber da sehen wir jetzt auch mal, es ist schneller. Draco Meteor auf die Fresse, bam. Ja, das ist Chosens Taktik. So, jetzt genau. hat Kite natürlich das Problem, warum wechselt er als Ra? Er möchte es weghaben wahrscheinlich. Knock-off. Nein, er war wetten gescheust gehabt und dachte sich, könnte ich mir vorstellen. Das kann auch sein, dass er es nochmal schneller haben wollte, aber man sieht hier einfach mal den Giga-Drain von dem. Das Ding auf einer Assault Vest halt. Bitter. Er ist schneller, Slimer kommt raus. Gut aus, also gute Wahl. Diesmal trifft Fireblast und wir sehen auch, Fireblast richtet einen Scheiß an. Da kommt allerdings der Preußen. Schön gespielt. Prio-Attacke, tot. Ja, da sieht man wieder, wie wichtig Prio-Attacken sind, Chosen. Ja. Ja, danke. Oh, ganz das knappe Nummer. Leider nicht aus. Das ist so schade. Das hat wahrscheinlich mit richtigem Investment wäre es tot gewesen. Da hat Kite wahrscheinlich komplett auf Geschwindigkeit gegangen. Da kommt der Marschpanz, da kommt der Fake-Out, aber reicht. Oh, reicht nicht aus. Nee. Capoeira kann kommt noch der verzweifelte Z-Move. Ja, reicht nicht, aber 4:0 für Corey. Ja, wir werden jetzt hier jeden Move ab Move 100 durchgehen. Oh nein, ihr spielt ja, das war gerade, warum habt ihr jetzt? Ja, wir haben gerade noch nachgespielt, gegenzeitlich nicht anders. War eine knappe Sache, hätte ich wahrscheinlich noch auf dem Bronzong noch einen anderen Move gehabt, wäre es noch viel interessanter geworden. Auras 4 direkt mal drauf, das war extra so gewählt. Ich habe das Wesen ein bisschen abgeändert, bin dafür auf Minus, auf Spezialdefensive gegangen, um halt diese Attacke zu fahren. Als Shiny musste es spielen dafür. Dachte ich, rechnet Beon. Also bei Beon hatte ich gehofft, ich rechne da nicht mit. Aber Moment, wir gehen nochmal ganz zurück. Wie ist das? Wir machen erstmal Teamanalyse. Wir sehen bei. Wollte ich gerade sagen. Wir sehen bei. Also wir sehen erstmal die vier Tanks. Wir sehen das kalte Kotzen von vier Tanks. Und ich dachte wirklich, vielleicht hat er Felinara offensiv dabei und seinen Milktank auch offensiv. Das war nicht der Fall. Das waren vier Tanks. Es waren ein Hopper und es waren ein. Trikefalo. Und es war einfach nur Pain in the ass. Aber wie man es bei mir gesehen hat, easy going, wenn man es machen will. Wenn du weißt, dass Trikefalo kommt, kannst du dich drauf einstellen. Okay, es hängt jetzt gerade hier bei mir. Nee, jetzt geht's. Play. Na, willst du nicht? Will gerade nicht so. Also es ist. Ah, jetzt will's. Ja, genau, jetzt haben wir. So, da kommt nämlich die Auras 4 sehr effektiv und man sieht, der haut schon ordentlich rein. Der ist übrigens gespext. Der gute Beon will auswechseln, kriegt noch, ich dachte, naja, komm, je nachdem auf was er geht, kriegt er noch einen direkt von Latz. Geht natürlich aufs Richtige. Dann dachte ich so, oh mein Gott, nee, kotz das nach, Wisch, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Er will irgendwas hochkriegen. Reicht halt nicht aus, komm. Wieder ein Wisch, also zum Kotzen. Aber diesmal interessant, nicht auf das Trikefalo, sondern einfach auf Hopper. Ich habe erstmal Stones gelegt. Ihr seht schon, der würde mich jetzt killen. Das Ding ist gesasht, das wäre sonst instant weg gewesen. Es flincht. Milktank kriegt auch erstmal noch ein bisschen was ab. Ich gehe auf Bronzong, er spielt Trinkt Milk und da war mir spätestens klar, dieses Match wird nicht mehr. Da kommt auch mein Ich hasse es. Es kommt einfach nur Ich hasse es. Und da kommt die Frage auf, kannst du eigentlich einen Panzer Aeron mit Toxic? Nein. Okay, deswegen ganz Mist. Doch, wenn du dieses das Pokémon. Ja, wenn du dieses komische Pokémon. Ja, Justi, nein, kann ich allgemein. Nicht mit der, also ja, kannst du nicht, ist ein Stahl-Pokémon. Da kommt natürlich dann sein Melotic und jetzt kommt was, womit er vielleicht auch nicht so gerechnet hat. Okay, er will natürlich den Stall War jetzt machen, weil wenn du so ein Team hast, spielst du Stall War. Ja. Ich hatte extra einen Cleric mitgenommen und es war auch allerhöchste Zeit, das zu tun. Ja. Ich habe jetzt erstmal auf Zeit gespielt, erstmal seine Rocks auch weggemacht. Heal-Bell drauf. Natürlich kam da direkt das nächste. Und Crit und Burn. Und da denkst du dir auch so, Crit Burn läuft.
Ja, also schön. Re-Attack verstehe ich nicht auf dem Token. Warum hast du das gemacht? Das Ding hat Siren's Grace und eine Tree-Attack hat zu 20% die Chance, entweder zu freezen, zu paralysieren oder zu burnen. Ich habe auf tatsächlich gegambelt und gedacht, entweder Para oder Freeze bitte, ja, wo du schon eine hohe Chance hast und halt 40% durch Siren's Grace. Ja. Das war mein Plan dahinter. Ich wollte halt eigentlich dieses Scheißding da freezen lassen. Es geht zwar Crit, es passiert nichts. Ich kann auf das Ding draufhauen, wie ich will. Also wieder die Proc-Chance, obwohl stark erhöht, nicht auf meiner Seite. Da kommt Hopper, den kann ich effektiv auch nichts mit meinem anderen Kram und dachte mir so, oh, dieses blöde Ding. Das war so ein typischer Beorn-Move und ich habe mich dafür echt gehasst, dass ich es nicht habe. Wir sind im Turn 23 und man sieht, wir haben immer noch alle 6 Pokémon oben. Dann der rather useless Burn. Ja, der wird später interessant. Weil das Ding hat Regenerator und nicht die Wunderschuppe. So, ich muss mich jetzt mal wieder entscheiden, auf den Stahl-Pokémon zu gehen. Er will natürlich mein Heatran haben. Das gönne ich ihm aber nicht. Nee. Ich gönne ihn erstmal einen Raikou und denke, da war wirklich so, vielleicht überlebe ich's. War nicht der Fall. Hätte ich was anderes spielen müssen, ganz ehrlich. Er spielt Milktang und ich so, irgendwie, ich muss da jetzt durch. Und ich sehe, ich komme mit meinen Attacken, die schon relativ stark sind, nicht weiter. Ich hätte es direkt. Hätte ich direkt meine Z-Attacke gemacht, wäre es eh tot gewesen. Ich hätte. Das war auch gut Luck meiner Seite, da wäre ich nämlich tot gewesen. Kann es jetzt wegmachen. Und muss natürlich da reinchargen. Die Sache ist, ich hätte halt ein-, zweimal es nicht so spielen dürfen. Ich hätte halt nicht antesten sollen. Ich hätte direkt voll Z-Attacke drauf. Dann wäre es im Nachhinein hinten wahrscheinlich knapper gewesen. Vielleicht auch gewonnen. Ich glaube nicht, weil irgendwann wäre das so ein Stalle gewesen. Und das. Also ich hätte den Stall war sehr wahrscheinlich gewonnen. Gegen das Felinara dann nur noch, weil Bronzong hatte Schwebe und sein Felinara hatte Hidden Power Ground. Ja, wir sehen, das gibt ein längeres Match. Das wird ein sehr langes Match. Ja, ich mache mal. Ich habe schon bis 135. Ja, wir machen mal weiter. Togekiss kommt raus. Recovery, wir wechseln fleißig durch. Targaryen kommt rein. Der kann sowas fressen und zwar ohne weiteres. Kriegt den Wisch ab. Panzer Aeron. Ja, da habe ich Roost gespielt. Da hätte ich noch was anderes spielen können. Da kommt der Fusion Bolt und ihr seht, ich hätte es rauskriegen können mit dem Fusion Bolt. Hat leider nicht ganz so geklappt im Nachhinein, weil du hast nur 8 Aufladungen. Ja. Hau da nochmal drauf. Ja, Hopper killt das auf 100 Pro. Filinara dachte ich auch zum Schluss, komm, versuch's mit Fusion Bolt. Dass sogar Sedaka irgendwann zwischendrin geschrieben hat, Leute, jetzt einigt euch auf Unentschieden. Ganz zum Schluss hatte ich halt dann auf Bronzong. Aber gucken wir mal weiter. Hier geht's halt weiter fleißig. Ich krieg leider keinen Burn oder sowas auf Panzer Aeron. Nee, du kriegst halt nix raus. Ja, ich hätte halt gern auf einen Burn oder sowas gehofft bei ihm. Burn wäre halt optimal gewesen. Oder halt ein Para und ein bisschen Glück dabei. Es sind aber halt immer noch 40% und das muss man bedenken, weil man spielt ja eigentlich 40. Air-Slash, weil Air-Slash hat dann nämlich eine 60%ige Chance zu finishen. Ja, aber 50%, das heißt, du kannst damit auch schon nett was machen. Ja, aber Chosen, ganz ehrlich, ich weiß, was du vorhattest. Ich will sein Sakura rauskriegen, auf Teufel komm raus, dieses scheiß Felinara-Ding ist einfach nur die Hölle. Ja. So, ich mache weiter fleißig Heal und muss mich jetzt irgendwie hier gegenheilen. Und Felinara kriegt einfach diesen Status nicht. Weil Flinch ist ganz nett, aber ein Status auf dem Ding ist viel effektiver als jeder Flinch. Definitiv, definitiv. So, und der wechselt natürlich dann immer in sein Melodic, was ich nicht mehr statusen kann. Also, wahrscheinlich die Chance war dazu da. Wir machen mal weiter, ne, Felinara. Oh, jetzt habe ich hier zwei das draußen. Sieht komisch aus. Ja, es ist nicht mehr Felinara draußen, es ist tatsächlich... Okay, das ist ein komischer Fehler. So, jetzt. Ja, das geht jetzt so von Runde 50 an. Ist das hier ein nettes Geswitche? Ja. Ich krieg tatsächlich...
Genau, Melodic kriegst du noch raus, jetzt kommt wieder das Finara. Das war mein Fehler, genau. Aber ihr seht, wie viel Schaden das Ding gemacht hat, ja? Und, ich hätte mir genau diese Attacke sparen können. Da hätte ich irgendwas drücken können, weil er hätte in der nächsten Runde... Fusion Bolt mehr. Richtig, ich habe keinen Fusion Bolt mehr. Also ich habe jetzt genau noch einen, der genau jetzt soweit reicht, aber ich hätte es aufladen lassen können und dann raus und dann draufhauen, weil er hat ja Protect gespielt. Das war auch so eine Sache, ich wollte mich umentscheiden, aber da ging das Spiel schon weiter. War eine knappe Nummer und ihr seht, was wir jetzt machen. Wir gehen erstmal wieder auf 100% und er hat halt, ne, momentan... Ja, Fusion Bolt, Super Crit. Und ich krieg es halt. Outrage. Ich krieg es mit Outrage nicht down. Und das ist jetzt mein scheiß Problem. Ich mach zwar ordentlich Schaden damit, aber nicht genug. Ja, ich bin confused. Sakura. Spiel nochmal. Spiel, was risky ist. Confusion ist weg. Ich denk mir so: Jawohl, Freakshock, laden wir erstmal eine Runde. Weil ich habe keine Wahl, weil ich die Elektroattacke nicht mehr habe. Ja. Mit der Elektroattacke wäre das Ding tot gewesen. Jetzt bin ich gefangen, muss also auf Nidoking. Ja, muss auf meinen Nidoking wechseln. Nidoking an sich. Da Hidden Power. Ja, und die Hidden Power und. Das ist nämlich Hidden Power Ground, was er da fährt. Jetzt, ich habe überlegt, die ganze Zeit nimmst du statt Steinhagel Hidden Power Eis mit und ich hätte tatsächlich Hidden Power Eis mitnehmen sollen. Ja. Oder Feuer, das wäre halt optimal gewesen. Eins von beiden, ja, das wäre besser gewesen. Und hier hätte ich predicten können und dann statt Feuer eine Metallattacke fahren. Krieg aber den Burn Drow, endlich drauf. Ja. Bringt mir nur leider nichts. Kriegst du drauf. Drauf. Ihr seht, hätte ich die Feuerattacke nicht gefahren, sondern hätte. Es ist aber auch wieder diese Sache mit predicten. Ja. Ich hatte Feuer geklickt, wollte mich umentscheiden. Hätte ich es tot gekriegt und dann wäre ab jetzt der Kampf gelaufen gewesen in Turn 77. Das war's aber nicht. Nee. Danach kommen wir zu einem schnellen und schönen Kampf. Kommen wir zu dem schnellen und schönen Kampf. Moment, jetzt ist auch noch so eine Sache. Genau dazwischen. Felinara überlebt den Scheiß mit 3%. Der Burn. 3%? Der Scheiß Burn also. Kommt ja erst nach dem Recover. Und es war wirklich so ein What the fuck? Mein Nidoking versucht natürlich mit Sucker Punch da irgendwie, wenn er jetzt irgendeine Feenattacke oder irgendwas machen will, einfach nur da reinzuschlagen. Er drückt das Protect und jetzt hätte ich da mal Eis gehabt, ja. Hätte ich einfach mal Eis oder Feuer gehabt. Steigerte. Und jetzt kommen wir zu den lustigen Matches, nämlich Vorkolos gegen Quazairon. Ja, wir machen das jetzt mal hier sehr schnell. Es ändert sich nichts. Es ändert. Ach, habe ich schon gesagt, dass wir. Ja, man sieht. So lange bis einem. Bis der Roost ausgeht, wahrscheinlich. Ja, so lange. Die Sache ist, hier lade ich es nochmal hoch. Also, ich musste halt irgendwann rausgehen, weil ich hatte eine Explosion auf Dingens. Und ich musste irgendwas tun, um genau das zu vermeiden. So, ihr seht schon, diesmal will ich auf das Ding gehen und weiß halt auch. Er wird ein Protect spielen, weil er kann immer Protect drauf spielen. Harte Sache. Ja. Da kommt nochmal ein Heal rein, den brauchte ich auch hierfür. Ich weiß, dass ich die nächste Attacke... Ich hätte ab diesem Moment nochmal auf Heal drücken können und hoffen, dass Hyper Voice nicht kritisch trifft. Wär aber hart geworden, ja. Und jetzt ist es halt, Prongsong verbraucht seine letzten Sachen. Hier heile ich mich auch nochmal hoch. Ne, hier nicht. Moment. Genau, das war jetzt Turn 149. Ich hätte, weil wir wissen, dass das eine Ding hatte noch irgendwie um die paar 30%. Hätte ich jetzt nochmal nach dem Defog hätte ich rausswitchen müssen und nicht auf Explosion drücken. Wusste ich aber nicht. Ich hätte es aber mit 4% überlebt. Jetzt wäre ich schneller gewesen als sein Panzer Aeron und wir hätten ein Unentschieden gehabt. Das hatte ich leider nicht. Ich hatte auf Explosion gedrückt. Das war irgendwie so ein halber Fehlplay. Dann gewinnt er in Turn 150 zu Dingens. Knappe Nummer. Ihr seht, Felinara tötet es. Tötet es einfach und Beon, du spielst nie wieder 4 Tanks. Bitte. Bitte. Ist also zum Kotzen, ey. Jetzt kommen wir zu was Erbauliches. Nein, da haben wir das
Freeplay. Ja, da haben wir das Freeplay, das wir auch gerade noch gespielt haben. Ihr seht 6 Farb-Eagles gegen 6 Farb-Eagles. Justicon hat natürlich die Regeln, die wir im normalen Match haben, komplett dazu genutzt, dass wir die ja jetzt hier nicht haben. Und hat auf die unfairste Weise, nein. Justi hat dasselbe gemacht, was ich bei Kite gemacht habe. Ja, wir legen erstmal fleißig los mit Hazards. Rapid Spin. Toxic. Also halt so richtig so ein Farbigel, wo du ich hätte statt des Rapid Spin sofort erstmal das machen sollen in Circle Throw. Das wäre besser gewesen. Mhm. Weil hätte ich einfach meine Sachen noch liegen gehabt. Ich push erstmal meine Death. Mehr. Nochmal S-Armor. Ja, und nicht so, was denn? Wird wieder rausgenommen. Ja, dann kommt gleich der Spinner wieder rein, ja, total lustig. Ja. Rapid Spin. Also das sind halt echt immer die Matches, die... Kein Bock auf die Scheiße. Ja, kein Bock auf die Scheiße. Nächster. Der sagt, ja, Bullet Punch in your face. Ja. Das ist okay. Da kommt jetzt der Baba. Ja, der Baba, der war echt kacke. Da kommt Baba war gemein, ja, richtig. Worin? Ja, genau, und dann kriegt er den Speedboost durch seinen Mut noch. Lacker, drückt das. Geomancy, ja, klar. Und ich hab blöderweise den Tank draußen, der natürlich auch noch Alter. Danach dran ist. Und dann denkst du dir so, pain in the ass. Moody gibt jetzt nochmal Defense hoch. Ich hatte auch einen Moody, das hat er erstmal direkt rausgenommen. Dann kommt mein physischer Angreifer. Er hat aber den doppelten Speed weitergegeben, was man eigentlich nicht darf. Ich spiele erstmal einen Karl Mind, einfach nur um nochmal und erstmal noch einen Protect drauf. Ich wollte nämlich den Wisch rauskriegen, okay. Aber das macht jetzt nichts mehr. Ja, und da ist er tot. Also ich mir so, ich kann, das darf jetzt irgendwie nicht so überleben, das stimmt jetzt mal auch. Ja, und da war es halt dann gelaufen, ja. Also du kannst halt blöderweise. Ich war echt am Überlegen, eine Attacke zu nehmen, dass ich quasi immun gegen den Typ bin, den du einsetzt. Und ich hab auch tatsächlich mal nicht nur Kampfattacken genommen, weil ich es ein bisschen spannender haben wollte. Justi hat natürlich. Ich hab auch andere Attacken dabei. Ja, Explosion, was voll nichts macht. Und ich habe auch so Sachen wie Volt Switch. Ich habe eine K.O.-Attacke for Fun reingenommen. Okay. Ich hatte halt auf meiner Seite da auch relativ viel dabei in Richtung Flinchen, sonst wie was. Das war jetzt relativ schnell weg. Hier denkt sich Baba übrigens nochmal Geomancy. Ja, du konntest irgendwie so ein Konstrukt irgendwas 2 reinbauen, dann wäre ich immun gegen deine Kampfattacken gewesen. War ich lange mit am Hadern, hab's dann nicht reingenommen. Hätte sich gelohnt. Aber nochmal zweites Geomancy, gute Nacht. Und jetzt kommt einfach mein spezieller Kämpfer noch. Ja, bringt jetzt natürlich auch die 4-fach-Death nichts mehr gegen eine Aurasphäre. Ja. Und ab hier ist das Battle gelaufen durch Moody, steigt er natürlich noch immer höher und immer höher und immer höher. Sitzt da und denkst du so, ach nö. Ach nö, drücken wir mal irgendwie was. Und ich finde das sehr erbaulich, ich finde das hat Spaß gemacht. Ja, es war auch sehr lustig. Justicon brauchte das, deswegen ich habe extra so gespielt. Justige gewinnt 4-0. Ja, aber schauen wir uns mal die Tabelle an. Da sieht man es, dritte Woche. Beon, Aulu, 2-1, Timeout. Nubok, sein Rechner ist immer noch kaputt, deswegen konnte er Chosen nicht aufs Maul geben. Wir versuchen immer noch, die umwickelte rechte Hand, die verbundene rechte Hand von Chosen am Samstag auf der RPC mit Justicons blauer linker Backe irgendwie zu vergleichen. Ja. Nein, die war rot. Die war bräunlich, ja. Braun-rot. Hast du immer noch eigentlich... Nee, die ist weg. Schade. Was da wohl passiert ist. Da gehen die Meinungen stark auseinander. Nein, Cory Johnny 1-0, Kite Epilog 0-4, das Farb-Eagle-Match. So viel darfst du jede Woche sagen. Ich habe mein Match schon gespielt gegen Kite und Chosen würde sagen, das zweite war aufs Maul. Gucken wir mal kurz in die Draft-Übersicht. Ich glaube... Nein, es hat keiner. Oh. Ah, Moment, ich muss mal hier... Nein, ich muss hier nur angleichen.
mal wieder hier die Bildschirmgröße. Bum, 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 bum. Ja, das war jetzt blöd, jetzt haben wir das aufgemacht. Aber doch, das hätte, müsste man gesehen haben. Muss ich, ja, da muss ich halt immer drauf achten hierbei. Das heißt, ich stelle einmal immer für die Pokémon, also normal ein, ne, für Liga. Und dann stelle ich nochmal so ein, Kite. Und als allerletztes haben wir hier den Nuwok, das Schlusslicht. So, wir sehen hier Lied von Eis und Feuer, meine Wenigkeit. Yep. So, wir haben keinen weiteren Switch-In gehabt oder Austausch gehabt. Wir haben beim Spielplan, gehen wir jetzt auch nochmal schnell drauf, wie gesagt, diese Woche sind, auch mal gerade machen, diese Woche spielen dann Deon gegen Cory, wo ich mir vielleicht einen Gewinn für Cory erhoffe, das kommt später. Apropos, bleibt spannend, weil Beon und ich keinen großen Vorsprung untereinander gespielt hatten und dadurch es weiter spannend bleibt, wer Erster wird, und da das Epilog jetzt das zweite Match auch relativ hoch gewonnen hat, ne, Moment mal gerade gucken, Epilog Erster, ja, Epilog hat zwei Matches relativ hoch gewonnen, danke Chosen, nein, 2x4-0 gewonnen, ist Epilog natürlich auch entsprechend hoch eingestuft worden. Das heißt, man sieht ja auch hier unseren guten, also meine Wenigkeit, hat großteilig losgelegt. Beon hat großteilig losgelegt, wurde dann von Chosen komplett ausgebremst. In your face. Das heißt, nach zweiter Woche bin ich auch geschlagen, da es leider kein Unentschieden war. Sonst wäre es noch spannender gewesen, aber nein. Nein, Wein auf hohem Niveau. Schauen wir uns mal Skillboard an. Nee, das nicht, das Top 10. Also das höchst, ganz oben auf dem Killboard steht jetzt übrigens Farbigel. Nein. Ja, Farbigel irgendwie schon. Ja. Ja, irgendwie dezent. So, schauen wir uns das richtige Killboard an, das für die großen Jungs. Ne? Und was sehen wir da? Es hat sich wieder einiges getan. Kyrian Black ist nach der, ja, weiterhin ungeschlagen. Mit 7 Kills auf Platz 1 verdient. Dahinter ist das nervigste Pokémon, was je in dieser Liga gespielt wurde, Felinara. Ja. Auch 3-mal eingesetzt gewesen, 5 Kills, 0 Deaths. Platz 3, Elektroball, der einfach mal Johnny gerestefickt hat und zwar immer 4 Kills gemacht. Auch interessant, gerade so ein Elektroball hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm hier überhaupt drin zu sehen. Quartermug von Beon ist dabei, von letzter Woche noch, hält sich auf Platz 4. Mein Heatran hat auch wieder etwas angerichtet, bleibt weiterhin auf, bleibt auf Platz 5. Irachi, Seigard, Knackrack teilen sich alle mit 3 Einsätzen, 4 Kills, 2 Deaths den Platz 6. Platz 9 Alola Slymog, also man sieht Epilogs Team, Seigard, Knackrack, Alola Slymog, damit macht er die Leute weg, sind auch direkt hintereinander gerankt, auch nicht schlecht, Slymog mit 2-3 und 1 Death und Keldeo zum Schluss mit 3-3-3 und einer Nuller-Sache und einem passiven Kill. Man muss dazu sagen, Elektroball hat seinen Tod durch einen Recoil erhalten, als auch mein Heatran. Und Quartermug von Beon hat einen passiven Kill hingelegt. Er hat einen passiven Death abbekommen und das Keldeo mal einen passiven Kill. Ja, so viel dazu. Wir schauen uns mal noch die Tabelle an von dieser Woche, Woche 3. Ist aktualisiert. Mit der Win-Lose-Differenz Beon mittlerweile noch ungeschlagen. Platz 1 jetzt. Also Beon und ich habe mit Epilog den Platz getauscht und Beon ist hochgerückt dann gegen mich jetzt. Wenn es unentschieden gewesen wäre, wie wäre das denn dann gewesen? Gute Frage. Ah, stimmt. Damit wäre, glaube ich, Epilog auf Platz 1 und Beon und ich beide auf 6 oder so? Keine Ahnung. Beon Platz 1 momentan mit einer 7, Epilog dicht dahinter mit nur einem Lose, also nur durch die Ratio auf Platz 2. Aulu, der hier die Woche das Freilos hat,
weiterhin auf, noch auf Platz 3 dabei mit einer 6er Diff. Corey minus 1, Platz 4, hat ein Spiel mehr als Justikon, von daher kann Justikon sich nochmal neu positionieren, wenn er dann das Spiel gemacht hat. Das wird auch ab nächster Woche wieder sehr interessant werden. Ich bin froh, wenn wir eine gerade Anzahl Spieler haben, ganz ehrlich, weil die Tabelle bleibt bis zum Ende interessant oder zumindest schon mal bis zur Halbzeit, bis wir alle einmal durch waren und dann kann man erst sagen, wie die Halbzeit gestanden hat. Da kann sich echt noch viel tun. Kite, der jetzt ein Spiel bestritten hat, das verloren hat, minus 4. Johnny, der zwei Spiele verloren hat, auch minus 4. Also man muss sagen, Johnny hat zwar zwei verloren, aber eine gute Ratios hingelegt. Nuwok, ein Spiel bis jetzt gespielt, hat eins verloren, Platz 5. Chosen, zwei weiterhin mit minus 5, weiterhin abgeschlagen. Man muss dazu sagen allerdings, Nuwok und Kite schulden sich noch ein Spiel und Chosen und Nuwok müssen auch noch gegeneinander ran. Da war ja was mit dem Rechner. Muss auch noch diese Woche gegen Nuwok spielen. Deswegen, ja. Sobald Chosen da ist, werden die Spiele ja nachgeholt. Das heißt... Wenn Nuwok wieder da ist, meinst du? Richtig, wenn Nuwok... Chosen ist da, der sitzt hier. Ich weiß es nicht. Ich meine, mein Adonis-Körper zieht schon gerne Leute an. Ja, aber wir hatten ja heute auch das... Ja, wir hatten das Bob Ross Chosen-Match, ja. Immer wenn ich umschalte, wird es kleiner, so jetzt hier. Ja, zumindest, es bleibt weiterhin interessant. Kite und Nuwok haben noch jeweils ein Match offen. Chosen hat auch noch ein Match offen gegen Nuwok. Also Nuwok und Chosen kommen auf 3 Matches. Kite kommt auf 2 Matches. Das heißt, wenn man mal guckt, wenn die gespielt sind, wird sich da unten wahrscheinlich auch noch jede Menge tun. So viel darf gesagt sein, ich gehe nicht davon aus, dass die es bis auf Platz 3 schaffen. Also die oberen 3 sind momentan relativ solide und dann ab Platz 4 wird es wackelig. Da kann sich noch jede Menge tun. Wir sind gespannt, ob Chosen jetzt bald mal aufs Maul gibt. Momentan muss man sagen, Beon hat gewonnen durch eine 4er-Tank-Kette. Epilog spielt auch eine 4er-Tank-Kette. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber man sieht schon relativ defensive Teams sind relativ weit oben momentan. Ich bin gespannt, was sich daraus noch entwickeln kann. Es sind auch viele Drafts, also Draftwechsel offen. Ich bin gespannt. So viel schon mal. Genau, viele Trades sind offen. Also es geht noch einiges. Jetzt gucken wir nochmal auf den Spielplan. Diese Woche Beon gegen Corey, Kite gegen Chosen, Justi gegen Nuwok. Ja, Kite gegen Chosen haben wir schon. Wir haben eben den Anfang gesehen. Epilog gegen Johnny und Freilos Little Cup. Ich bin gespannt, wie die Matches hier die Woche verlaufen werden. Nochmal sorry, dass das letzte Video so spät hochgeladen wurde. Das hat durch technische Gründe nicht geklappt. Beziehungsweise dann war noch RPC, dann war noch dies, dann war noch das. Ja, wie man es kennt. Jetzt sind wir allerdings wieder im Zeitplan. Diesmal habe ich den... Hauptmoderator der letzten Season endlich vors Mikro gekriegt, den Chosen. Ja, das war ja auch nur spontan. Hast du ja. Zeit? Ja, ich komme aus der Uni, ja. Ja, komm, du musst runterkommen. Deswegen, ich hoffe ja, dass das auch so bleibt, dass man immer wieder wechselnde Moderatoren hier hat, auch vielleicht mal noch Aulokai Chosen und Beon mal zusammen hier hinkriegt, diese Season. Ja, ich würde sagen, damit ist Woche... 3 vorbei, Woche 4 ist eröffnet und ich freue mich auf mein Match jetzt in Woche 5. Ob ich mich freue, weiß ich noch nicht. Ich mag keine Tank-Teams. Ja, passiert. Ich freue mich. Ich muss ja nächste Woche auch gegen Justi ran. Ja. Oder? Ja, Chosen. Ja, Justi und Chosen, ihr hattet ja euer Match schon quasi RPC-technisch, wo wir gesagt haben, da hat Chosen angetestet. Ja, euer Match steht an. Ja, das wird schön. Das wird ein richtiges Wetterbattle. Oh, fuck, ja. Ja, ihr habt die zwei Wetterteams, also macht was draus. Ja, ich bin auf jeden Fall diese Woche Chosen. Beon Corey kann sehr interessant werden. Also das Rematch aus dem Finale aus der ersten Season. Kite Chosen. Gespannt. Ich bin trotzdem gespannt, um das recappen zu können. Wir haben es durch.
Justi Nuwok. Ja, Justi. Nein, ich kann ja, möchtest... ich kann ja nur als kleinen Spoiler geben, war schönes Bett gegen Kite. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sah auch sehr spaßig aus. Ansonsten, Justin, gibt es schon eine Strategie, die du gegen Nuwok entwickelst, so viel, was du uns schon verraten kannst, wie wirst du dich in der Enthaltsamkeit üben oder planst du sonstige Sachen? Das ist ja langweilig. Gewinnen klingt gut. Okay, Justi spielt auf die Strategie Gewinnen klingt gut. Da bin ich auch gespannt. Ja, und Epilog Johnny, da muss ich Johnny auch noch ein bisschen beraten, aber ich muss danach eh gegen Epilog dran. Das wird eine sehr schöne Besprechung. Ich coach den ja so ein bisschen. Cory hat das freilos. Wir gucken, ob wir Battle Royale hinkriegen. Wenn nicht, lassen wir uns irgendwie was anderes einfallen dann in der fünften Woche. Ja. Ja. Also ihr dürft gespannt sein. Der Little Cup ruft. Da haben wir auch zwei Aufnahmen gemacht. Also man kann einmal sehen, was ein enges Battle ist und einmal, was nicht so ein enges Battle ist. War auf jeden Fall beides lustig. Kann man auch mal mehr spielen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder um hier die Zeit ungefähr. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Mal gucken, wer dann noch mit dabei ist. Nochmal Dank an meine Mitmoderatoren Chosen, oder wie wir nennen, Chosen Ross. Unser Farb... Ich möchte bitte ein Foto davon. Unser genau Farbigel... It's a crazy little Chosen. Nein, ja. wir müssen ein Farbigel nehmen, Chosens Gesicht und dann Bob Ross Frisur rein in Photoshoppen. Ja! Es ist zu doof. Als dass man es nicht machen sollte. Du kriegst es als... Ja, wir fragen mal Löffel und mal gucken, ob du ein T-Shirt hast zum Geburtstag. Geil. Ja, als letztes, Moment, ich hab doch Löffel mittlerweile im Skype. Oh, die schreibe ich gleich mal an. Ansonsten, ja, ich nerv ihn auch schon. Danke an Justi dafür, dass er hier heute seinen Geburtstag mit uns im Recap gefeiert hat. Ja. Man sieht, Timeout ist möglich, das heißt, die goldene Viagra-Pille geht an Björn und mich erstmal. Es wäre auch fast das erste Unentschieden in der Liga geworden. War ich aber auch wahnsinnig Zeit. Ja, natürlich sind wir das. Und es wäre fast das erste Unentschieden geworden. Und Björn hat selber gesagt, hättest du da einmal noch anders gespielt und das und hättest du vielleicht. Ich so, ja, aber es war so knapp. Und dann dachte ich so im Nachhinein, nein! Ja, so ist das, aber nein, habe ich nicht. Nein, ich wollte endlich essen. ja, so war das. Nein, auf jeden Fall cooles Match. Ich freue mich auf mehr. Von daher, so viel, das war's von meiner Seite. Das lade ich dann auch noch gleich hoch. Justi, also allen nochmal danke. Gibt es noch was anzukündigen? Ich glaube nicht. Und ja, Leute, vergesst nicht, Geomancy auf Fabigil ist immer legit. Ja, apropos Samstag, Justi, wenn du Bock hast, Vampire, sag Bescheid. Jetzt? Ja. Diesen Samstag. Ach nee, da warst du am Feiern, ja stimmt. Richtig, am Samstag feiere ich. Ja, sonst kann man mal gucken, was man Montag hinkriegt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dahin, ciao. Tschüss.